Willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Und ja, Ellie steht die Angst ins Gesicht geschrieben. Uns natürlich auch. Ja, Folge 5 mittlerweile schon. Und wenn ihr das Video seht, dann gibt es bei mir eine neue Aufnahmesession. Das heißt, ich bin neu gekleidet. Und ist es vielleicht später am Tag oder vielleicht auch ein neuer Tag, man weiß es nicht. Ja, mir ist aufgefallen bei den ersten Folgen, die ich zu schneiden hatte, dass... hier lang, durch das Rohr. Ich nehme einerseits... Wir kommen hier durch. Einerseits nehme Bleib ich dran, ja... Ellie. Einerseits okay. nehme ich ja die Let's Plays über der PlayStation auf, also das Spiel wird über der PlayStation aufgenommen und die Facecam halt über meinen Mac hier. Die Videoaufzeichnung von meinem Gesicht. Und mir ist aufgefallen, wenn ich dann das Ganze übereinander lege, weil im Prinzip ist es ja nur übereinander legen und dann halt die Facecam halt zurechtschneiden, also dass es in einer Ecke passt. So, und wenn man sich das dann anguckt, wenn ich das so lassen würde, wird sich irgendwann meine Facecam-Aufnahme, die verläuft sich mit dem Spiel. Das heißt, die Stimme ist nicht mehr parallel zu meinen Lippenbewegungen, also nicht mehr synchron. Und das wäre nicht sehr schön. Deswegen, ich muss mir demnächst dann mal überlegen, wie ich dann das Ganze aufnehme. Aber jetzt erstmal zurück zum Spiel. So. Wir sind immer noch auf der Flucht. Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir's zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ja. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Uiuiui. Hoffentlich. Eigentlich möchte ich jetzt nicht dazwischen quatschen, weil ich einfach die Bilder für sich sprechen lassen möchte. So sehen die Häuser also vom Namen aus. Sie sind so groß. Weil das so toll ist, so toll in Szene gesetzt. Wurden heftig bombardiert. Man wollte so viele Infizierte wie möglich töten. Hat geklappt. Für kurze Zeit. Also um nochmal auf die PlayStation 4 Fassung jetzt zurückzukommen, was mir jetzt auffällt ist, der Regen ist viel, viel dichter, man sieht sogar, wie der Wind peitscht. Was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja, klang aber, als wär's weit weg. Mist. Sind wir sicher? Vorerst. Na los. Ja. Uiuiui. Mann, schön tief. Da drüben ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? War es. Jetzt ist es nur noch Brachland. Okay. Alles runtergekommen, alles
zerstört, fluchtartig verlassen. Ich glaube, hier geht es jetzt erstmal weiter, oder? Können wir hier durchklettern? Ja. Schauen wir mal. Okay, wir hätten auch hier durchgehen können. Naja, egal. Hier drüben. Uiuiui. The Old Stone oder The Old Stone Built-in. Vielleicht hieß es mal früher so. Ja, ihr seht es, wie der Regen so gepeitscht wird durch den Wind. Das ist richtig schön in Szene gesetzt. Richtig toll gemacht. Gefällt mir gut. So, da hinten. Hast du da was gefunden? Ist die Mauer, die wir überquert haben. Such weiter. Soll ich auch was machen? Bleib du einfach in ihrer Nähe. Okidoki. Da ist eine Tür offen. Sollen wir mal da reingehen? Hey, Tess! Komme! Mich juckt schon wieder. So. Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Da liegt Munition. Ach, die kann ich gar nicht aufnehmen. Okay, naja. Da kommen wir nicht lang. Uiuiuiui. Liegt hier vielleicht noch irgendwas rum? Nein, hier liegt auch nichts rum. So. Okay, da hängt irgendwie... Ist das eine Klimaanlage oder ist das ein Kühlschrank? Naja. Machen wir mal die Tür auf. Okay. Aber da liegt was. So. Da hängt ein Stuhl. Und da hinten ist das Rathaus, wo wir hin müssen. Das ist noch ein ziemlich weiter Weg bis dahin. Da ist Munition. Noch einer. Mist. Und die Munition kriegen wir wahrscheinlich nicht umsonst. Hier haben wir was zum Lesen. Schauen wir doch direkt mal. So, vergrößern. Lesen. Feldeinsatzprotokoll M254E. 18:08 angekommen. Punkt 2438A. Negativer Kontakt bei LZ. Bewege Patrouille nach Westen Richtung Zentrum. 21 Uhr negativer Kontakt. 22:08 Scheiß negativer Kontakt. 23:12 Soldat Advata meldet Sichtkontakt, Geräuschkontakt, wird Cordyceps infiziert. Zweiten Stadium bei eingestürzten Bürogebäude unterwegs für Untersuchung. 23:40 Uhr mehrere infizierte Kontakte. Soldat Evetta und Sarah College vermisst. Angriff in Gebäudeinnenraum aufgehalten. Erwarten Evakuierung. Er hat's wohl beim Warten auf Verstärkung erwischt. Ja. Wir sind bei Lewe 5. Bei Lewe 5. Ach, The Goldstone Building. Ah, The Goldstone. Was hatte ich nochmal gesagt? The Old Stone Building, glaube ich. Und hier ist nur noch LV6. Da kann man, glaube ich, nicht. Hier ist noch ein paar Utensilien. Können wir denn was bauen? Ja, können wir. Ein Messerchen. Da haben wir schon mal 3, das ist sehr gut. Wir haben zwar keine volle Energie, aber es reicht noch. Gott, verdammt, Klicker. Oh Mann. Ja. Was ist mit dem Gesicht? So sieht jahrelange Infektion aus. Das heißt, sie sind blind?
So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. Da leuchtet was im Schrank. Also, wir werden gleich wahrscheinlich auf... Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Wir werden wahrscheinlich gleich auf die ersten Klicker treffen. Zusätze verbessern, deine Überlebensfähigkeiten. Ach genau, da war ja auch mal was, ne? Da genau, da kann man dann die Fähigkeit verbessern, schwankende Waffe verringern, Heiltempo, Fertigungszeit, Lauschmodus, Distanz, aber das ist ja eh Quatsch für uns, maximale Gesundheit und Messermeister. Benutze ein Messer, um dich zu retten, wenn ein Klicker dich schnappt. Das ist gut, dafür sparen wir erstmal, aber das ist ganz, ganz wichtig. Auch im späteren Verlauf des Spiels, dass man da halt Kopf runter. Sich nochmal wehren kann, weil sonst, wenn man erst einmal angegriffen wird ohne dieses Item, dieses Perk, dann nichts passiert. Stirbt alles man ist sofort. Total okay. Alles ist total okay und alles ist schräg. Was ist das denn? Ist das Thomas Gottschalk mit zwei Frauen? Okay. So. Da haben wir genug Items wieder. Ich vergesse mal, dass ja Dreieck die Taste zum Aufnehmen ist und die X ist ja quasi zum Klettern und Springen. So, was haben wir hier? Hui, ein Bildchen. Wie schön. Okay, es ist kein... Ach, hier ist Wasser. Okay, ich wundere mich schon, was wabbelt denn da so? Naja. Wabbel, wabbel, wabbel. Makes me mabble in the Richmond Town. Hilf mir hier mal. Genau, hilf mir hier mal. Oh. So, das heißt für uns, wir werden jetzt, wie ich schon sagte... Scheiße! Oh, das war auf die Klicker treffen. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Vorräte auf dem Weg dorthin. Da ist... Oh, ich muss mal kurz schütteln. Also nicht... Also schütteln, die, damit die Taschenlampe wieder funktioniert. Weil die hat gerade so ein bisschen gewackelt. Hier, verarzte dich. Vielen Dank. Oh, cool. Ah, jetzt können wir Medikit auch selbst erstellen, wenn wir genug Sachen haben. Und dann, wie verarzte ich mich denn noch? Nee. Ach, genau. Okay. So. Dann sind wir jetzt voll ausgerüstet. Hier ist eine Kaffeemaschine von... Brevko. Kaffeemaschine von Brevko. Kennt ja jeder. Ne? Pazifika. Neue Spreitsorte Pazifika. So. Gehen wir mal hier lang. Benutzen wir ein Messer. Das geht auch. Da sind dann besondere Türen, die verlangen von uns, dass wir ein Messer verbrauchen, weil da drin wertvolle Items sind. Nee, ich glaube, ich bleib beim Backstein. Hier liegt nämlich jede Menge drin an Zeus. So. Deswegen sollten wir dann schleunigst zusehen, dass wir auch die Messer aufrüsten und verbessern. Es gibt immer wieder so Räume, wo halt, wie gesagt, die Tür so versperrt ist, wo man die halt mit dem Messer öffnen kann. Dabei verliert man natürlich ein Messer. Das ist ganz klar. Warten wir, dass wir hier wegkommen. Tja, hier geht's nicht weiter anscheinend. Oh Mann.
da oben. Scheiße. Mal sehen, ob es da weitergeht. Okay. Sicher. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine, du bist dran. Los, komm. Okay. Na los. Wie ich schon sagte in einer Folge, ausruhen. Okay. Okay. Scheiße. Oh, oh. Los, los. Sieht so ein bisschen aus, als ob ein Scheißhaus explodiert wäre. Entschuldigung. Dann nehmen wir doch mal die Flasche mit. Wir sollten uns sehr, sehr ruhig verhalten. Die sehen uns ja nicht, da können wir ruhig die Taschenlampe anmachen. Wir müssen da hinten rauf. So. Da können wir raus, über das Gerüst. Da liegt noch was. Also ein Schokoriegel. Vorsichtshalber nochmal eine Flasche mitnehmen. Ich würde aber gerne trotzdem mich nochmal hier so ein bisschen umsehen, bevor ich jetzt weitergehe. Vielleicht ist ja hier irgendwas. Weil, ne, es könnte ja gut möglich sein, dass hier irgendwas liegt. Hier liegt zum Beispiel. Ich wusste es doch. Und hier auch. Ein Lappen. Das brauchen wir alles später. Weil es wird nicht einfacher, wie gesagt. Uah! Ich glaube, das war's. Das war knapp. Ellie, alles klar? Das war was ganz knapp. Die Hose. Genau. Bis auf die volle Hose. Genau. Bis auf die volle Hose ist alles klar. Puh. Moment. Bitte, die Damen. Okay, komm. Warum nicht noch mehr Krach machen? Die Treppe ist dicht. Das ist verrückt. Nicht nach unten schauen. Was? Machst du Witze? Für keinen Pfennig würde ich da drauf gehen. What the fuck? Oh, 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 oh. Komm schon, Ellie. Ja. Oh. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwann mal erwähnt habe, aber ich habe ein klein wenig Höhenangst. Und das wäre für mich der Albtraum überhaupt. Boah, bloß schnell rein. Puh. Nicht, dass ihr euch fragt, warum immer so der Joel immer so geht. So. Das liegt daran, weil das Haus schräg steht. Es ist kein Bug oder so, sondern... Ah, hier haben wir wieder einen Knüppel. Den nehmen wir doch mit. Weil unser ist ja nicht mehr... Und ein Revolver. Jawohl. Sehr schön. Mit 6 Schuss. So, Waffenplätze. Du kannst mehr Waffen mitnehmen, als du Halfter hast. Zusätzliche Waffen werden in deinem Inventar abgelegt und können gegen eine ausgerüstete Waffe ausgetauscht werden. Wähle eine Waffe zum Austauschen aus, halte X gedrückt, um dein Inventar aufzurufen. Schalte durch das Inventar, bis sich dein gewünschte
bis sich deine gewünschte Waffe im Ausrüstungsplatz befindet und lasse dann X los. Oh Gott, okay. Ja, nehmen wir mal den Revolver. Hier hört es sich auch nicht gerade sehr gut an. Ich sehe mir das an. Bleib bei dem Mädchen. Ja, wir haben Kundschaft. Wir müssen auch in die Richtung runter. Oh. Das Stahlrohr, das hat doch... Oh ja, das hat doch viel, viel mehr. Das nehmen wir doch. Das Stahlrohr ist doch viel, viel besser. Jetzt wird geknüppelt. Oh, 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 oh. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier... Okay, er ist noch nicht ganz infiziert. Man sieht's. Der könnte uns auch also sehen, auch mit der Taschenlampe und alles. Oh Gott, was habe ich geflucht? Ich kann mich entsinnen, was das für eine Passage ist. Da habe ich beim ersten Mal so geflucht gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wie habe ich das denn angegangen nochmal damals? Mann. Weil die können uns sehen, der da hinten nicht, das ist ein Klicker. Also die anderen sind Runner. Oh, hier liegt noch Munition. Nehmen wir noch mit. Munition nehmen wir immer mit. So, das ist klar. Jetzt rennen die erstmal da in die Richtung. Wir müssen sie auf jeden Fall ausschalten. Schauen wir mal, vielleicht können wir ihn ja ausschalten. Sehr schön. Puh. So. Es ist ganz schön dunkel hier. Machen wir mal ein bisschen Licht an. Da liegt ein Holzknüppel. Sonst liegt hier... Oh. Sonst liegt hier... Mir stockt man nicht mehr der Atem. Es ist also trotzdem irgendwie ganz schön krass, was für ein Survival dieses Spiel auf einen. Oh. 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 Wo ist er hin? Hallo? Hallo? Ich versuche mal so um den Bildschirm rumzugucken, aber es geht ja gar nicht. Ja, ist klar. Komm rein, lass dich erwischen von mir. Oh, die sind so eklig. Was liegt denn hier oben? Oh, Gesundheit, okay. Ich brauche ihn nur von hinten erwischen, aber die zappeln so. Das ist so... Wow. Wow. Oh, oh, oh. Infizierte Runner können noch sehen. Sei vorsichtig, wenn du dich ihnen näherst. Ja, ja, habe das auch mal gesehen, wie man stirbt. Gehen wir das Ganze nochmal von vorne an. Das war ein bisschen... Ja, ein bisschen dumm jetzt. Das war so schön. Aber... Wir machen das gleiche nochmal von vorne, also dasselbe nochmal. Denn... das war gar nicht mal so schlecht gewesen. Wo ist jetzt hier der... Ach da. Ist der Zappler. Puh. Ja, der kommt jetzt hier lang.
Aber der andere kann das ja nicht sehen, ne? Wow, nein, 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 nein! Wow, 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 wow! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Wow, 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 wow. Oh, 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 wir müssen aufpassen, der Klicker ist da. Der wird, glaube ich, jetzt richtig stinkig werden. Und das Schlimme ist dabei, wir dürfen keinen Nahkampf an ihm, weil der ist dann sofort... Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Bam, auf die Birne. Gott sei Dank. Okay, ihr könnt kommen. Puh. So, dann schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Gar nicht schlecht, Joel. Tja. Verschwinden wir von hier. Genau, verschwinden wir von hier. Wie gesagt, noch mal eben kurz umsehen, was ich hier alles vielleicht liegen gelassen habe. Vielleicht war hier doch noch was irgendwie, was ich übersehen hatte. Da liegt noch ein Schokoriegel, genau, den essen wir noch eben. Auch noch, dann haben wir das. So. Mein Gott, was eine dramatische und spannende Folge. Und wie es da oben jetzt weitergeht, würde ich sagen, ja, seht ihr in der nächsten Folge. Solltet auf jeden Fall nicht abschalten und beim nächsten Mal wieder einschalten. Also, macht's gut. Nicht abschalten, beim nächsten Mal wieder einschalten. Nein, ihr solltet dranbleiben. Nein, auch nicht. Quatsch. Schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Also, macht's gut. Ciao.